Hallo Jungs, bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Meisterschaftschoreografie der BVB-Anhänger in Bremen und Büroerge. Die mitgereisten Fans von Borussia Dortmund haben im Weserstadion von Werder Bremen für einen verspäteten Anpfiff des Topspiels gesorgt. Das Stadion wurde mit gelbem Rauch eingenebelt. Büroverzögerung in der Bundesliga. Das Samstagabendspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Borussia Dortmund, hier im Live-Ticker, ist von Schiedsrichter Marco Fritz mit gut 3 Minuten Verspätung angepfiffen worden. Der Grund: mitgereiste BVB-Anhänger zündeten im Gästeblock Bürotechnik. Der daraus resultierende gelbe Rauch hüllte zeitweise das komplette Weserstadion ein und machte einen rechtzeitigen Anpfiff so unmöglich. BVB-Anhänger mit Plakat: Es ist erst vorbei, wenn's vorbei ist. Die Pyroaktion der BVB-Anhänger war mit einer Art Mini-Choreo verbunden. Es ist erst vorbei, wenn's vorbei ist, stand auf einem Spruchband unterhalb der mit Pyro schwenkenden Fans. Hintergrund: Für den BVB hat das Spiel bei Werder Bremen bereits eine Art Endspielcharakter. Vor Anpfiff war der FC Bayern München durch den 3-1-Sieg am Nachmittag gegen Hannover 96 bereits mit 5 Punkten Vorsprung enteilt. Dortmund muss also nachziehen. Nach der Derby-Pleite des BVB gegen Schalke hatte Dortmund-Trainer Lucien Favre die Meisterschaft bereits für entschieden erklärt, ruderte nach dem 1-1 der Bayern in Nürnberg wenig später allerdings zurück.